Friedrich der Große ist bekannt für seine Erfolge auf dem Schlachtfeld, seine gesellschaftlichen Reformen und als Förderer der Kartoffel. Aber er hat auch eine andere Seite. Friedrich war Frauen gegenüber sexuell desinteressiert. Ihm werden romantische Verbindungen zu Männern nachgesagt. Er hatte ein enges Verhältnis zu Hans Hermann von Katte. Dieser wurde auf Befehl von Friedrichs Vater hingerichtet. Sodann wurde Friedrich in eine Ehe mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern gezwungen. Die Ehe wurde wahrscheinlich nie vollzogen, das Paar wohnte auch sein Leben lang getrennt. Während des Siebenjährigen Kriegs sahen sie sich überhaupt nicht. Beim ersten Treffen nach dem Sieg freute sich Elisabeth Christine auf das Wiedersehen. Friedrich schaute sie an, bemerkte trocken, Madame sind korpulenter geworden und wandte sich von ihr ab.